Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2, Seite Leon, Szenario A, mein Gott. Ja, erstmal frohes neues Jahr, denn wir haben jetzt den 2.1.2017, ich hab's mit dem Jahr nicht verpeilt, 17:42 Uhr, und ich habe jetzt leider länger nicht mehr aufgenommen, eine Woche Abstinenz. Das heißt, ich entschuldige mich jetzt schon mal an dieser Stelle, weil ich denke mal, dieser aktuelle Part wird nicht sehr produktiv werden, weil ich muss erstmal den ganzen Kack wiederfinden, den ich gesucht habe. Mir fallen aktuell drei Sachen ein, und zwar, ich kann einmal erstmal mein Fahrband wieder wegbringen. So, ich kann eine Magnum bekommen. Konnte ich letztes Mal nicht mitnehmen, weil, kein Platz und so. Dann, ich habe das Maschinengewehr packe ich auch weg. Ich glaube, das ist nicht so cool. Ich habe dann nämlich mal im Internet so ein bisschen recherchiert und haben sie gesagt so, ja, ist okay, ne, für leichtere Gegner, Zombies und sowas, aber nee. Wir behalten schon unsere Knarren, falls es irgendwann mal so weit kommen sollte, dass wir jetzt gar keinen Schuss mehr haben von irgendwas, dann habe ich immer noch was in der Hinterhand. Genau. Also auf jeden Fall erstmal die Magnum. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie ist. Dann zum Zweiten haben wir ja noch die Möglichkeit, das Rätsel oben auf dem Dachboden zu lösen, weil wir haben in einem anderen Raum das Rätsel für das Zahnrad entdeckt, was noch fehlt. Wo das allerdings ist, ne, holla die Waldfee, das weiß ich nicht. Und zum Dritten, die vier Schachschlösser. Da haben wir auch schon die Tür gefunden, wo die reinkommen. Und, fuck, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, rechts oben in dem Raum, kann das sein? Also der nordöstlichste Raum. Wo die Treppe auch ist. Muss ich mal gucken. Ich versuche da mal hinzugehen. Also für die Magnum erstmal. Auf jeden Fall, die vier Schachschlüssel, die könnten wir theoretisch auch schon mal wahrscheinlich machen. Ich glaube, es war aber doof, dass ich hier lang gehe, oder? Sorry, ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Ja, hier ist eine Sackgasse. Ich spacko. Jo. Ah, nee, ja, nee, geht auch. Ist sogar eine kleine Abkürzung. Schön. Freut mich. So. Ich weiß, die, die war beim Wachmann, die Magnum. Und die brauche ich. Die brauche ich unbedingt. Bei Magnum ist es ganz toll. So. Ach so, jetzt. Ah, okay, alles klar. Hier war der eine Typ, genau. Das haben wir auch, glaube ich, auch beim letzten Mal erst gemacht, ne? Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht oben war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das geht mir gerade auch ein bisschen auf den Keks. Ich hätte mich natürlich vorher informieren können, aber egal. Also sonst kann ich jetzt ein bisschen was von meinem Urlaub erzählen. Ja, war richtig geil. War sehr erholsam. Am ersten Feiertag kam ja Juli auch vorbei. Ich glaube, da habe ich sogar noch aufgenommen. Ich weiß es gerade nicht so genau. Ja, was ich von ihr geschenkt bekommen habe, ein paar Spiele. PlayStation 2, Brunnenduschenzocker 2, 3, 4 und 5, glaube ich. Dann Omega Boost oder so für PlayStation 1. Also das ist ein relatives Trash-Spiel. Das heißt, glaube ich, auch nicht Omega Boost. Das heißt irgendwie anders. Omega Boost gibt es aber auch. Dann habe ich noch bekommen den Soundtrack von Fury, ne? Auf Schallplatte. Dann einen selbstgemachten Kaktor. Ah, okay, da muss ich hier einmal rein. Alles klar. Einen selbstgemachten Kaktor aus Bügelperlen, der in einem Blumentopf ist. Der ist sehr cool. Den werde ich beim nächsten Mal, wenn ich irgendwie mal so ein Cam-Video mache oder so, auch mal zeigen. Ja, das war eigentlich das, was ich jetzt noch von der Julia bekommen habe. Dann von den Eltern ein bisschen Geld, ne? Man bleibt halt manchmal auch ewig Kind. Sollen wir mal kurz einmal überlegen? Ich glaube, hier müssen wir dann möglicherweise rein. Jo, alles klar. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Echt. Ja, und auf jeden Fall, dann haben wir noch die Tage eigentlich sehr ruhig verbracht. Also, wir haben zwar relativ viel unternommen, vergleichsweise. Ich hätte ja den ganzen Tag am liebsten einfach nur rumgepimmelt. Ich glaube, wir sind hier sogar ziemlich richtig. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, weil diesen Flur war ich noch nicht so oft. So, und zwar genau hier. Bitte lass da die Magnum sein. Das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett. Und? Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Gott sei Dank, ey, dass wir die noch gekriegt haben, ne? Ich gehe kaputt. Oh yeah, die Magnum. Ein Traum, sage ich euch, ein Traum. Steht da nie auf, oder was? Seine Kehle und sein Magen sind auch rausgerissen worden. Huch. Nun. Okay. Das ist wahrscheinlich selbst für einen Zombie zu viel. Liegt hier noch irgendwas auf dem Tisch? Habe ich noch gar nicht geguckt, oder? Einmal so ein bisschen X drücken. Ach, guck mal. Nee, das will ich nie haben. Ich glaube, ich habe genug. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nichts Nützliches. Außer dem Fahrband, ne? Natürlich. Nee, Juli und ich waren auf jeden Fall noch am Gasometer waren wir noch. Einmal hier die Ausstellung gucken, weil es nicht so berauschend. Da habe ich mir mehr drunter vorgestellt, vor allem für den Preis. Aber nochmal schön in Venlo, ne? Lecker, lecker Sachen kaufen. Fuck. Sorry, ich muss aber gucken, ich muss überlegen, wo die zweite Tür war, die ich nicht aufgekriegt habe.
Also wo das Rätsel mit dem Zahnrad ist. Boah, fuck, ich weiß das nicht mehr. Habe ich das später gefunden? Ich glaube, das habe ich später gefunden. Das heißt, es ist auf der linken Hälfte. Linken Hälfte war irgendwo eine Tür, die ich noch nicht aufmachen konnte. Hätte ich mir das lieber mal für jetzt aufgespart. Ja. Da wollen wir eigentlich noch zu Ikea, aber zwischen den Jahren nach Ikea zu fahren, ist, glaube ich, nicht so klug. Und ja, sonst haben wir ein bisschen gezockt, ne? Also eigentlich gab es nur einen Tag, wo wir wirklich gar nichts gemacht haben. Den wollte ich auch unbedingt haben. Was schön war mit meinem Urlaub, ich habe wirklich von Tag zu Tag gemerkt, wie die Erholung einfach immer mehr wird. Also mein Schlafbedarf hat sich einfach verringert. Sorry, ich gucke bei jedem Raum auf eine Karte, aber ich merke mir ja gerade einfach nicht, wo ich lang muss. So, dicke Tür, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und dann, okay, alles klar. Ich werde gleich sowieso wieder drauf gucken, das wisst ihr doch. So. Ja, und dann auf jeden Fall Silvester war Shen und Christoph wieder hier. War auch sehr, sehr cool. Nur was mich jetzt ein bisschen zerstört hat, war der gestrige Tag. Also das war jetzt nicht mal, dass mir dann so auf den Sack gegangen ist, dass ich da so lange gepennt habe oder so viel gepennt habe. Bin ich ja richtig? Sondern das, ich war eigentlich eher traurig ein bisschen sogar. Weil es war halt der letzte Tag. Ich muss ja morgen mal wieder arbeiten, ne? Das ist letzter Urlaubstag. Letztes Mal, dass ich jetzt gut gelaunt bin. Und, ja, auf jeden Fall. So gegen Viertel nach 20 nach 7 sind Shen und Christoph, glaube ich, abgehauen. Können ungefähr hinkommen. Und, ja, also das Problem war da eine ganze Geschichte einfach nur. Ist halt schon recht spät, ne? Aber ich dachte, okay, komm, legen wir uns pennen. Also, wir waren so gegen Viertel vor 8, weil ich da auch am Pennen. Circa. Also, dann bin ich aber schon um 11 Uhr wieder aufgehört, hab gedacht, ach, eigentlich bist du ja ganz fit, ne? Gut, du hast noch ein bisschen Alkohol im Blut. Also, das war recht angenehm, also relativ entspannt. Ich war jetzt nicht absolut hacke. Also, hatte die ganze Zeit so einen Pegel gehalten. Ich habe halt kein Wasser getrunken oder so. Deswegen habe ich nur ein bisschen was am nächsten Tag gemerkt. Ist auch vollkommen in Ordnung. Okay, jetzt muss ich mal kurz noch gucken. So, ach, guck mal, das ist der Raum der Begierde. Und auf jeden Fall haben wir bis 11 Uhr gepennt, ne? Da haben wir erstmal schön aufgeräumt, gespült und alles und hier so ein bisschen Internet geguckt. Scheiße, ich bin falsch. Fuck. Ah, ärgerlich. Ja, und dann ist Julia so gegen 14 Uhr eingepennt, ich dann wahrscheinlich ungefähr 5 Minuten später. Also haben wir einfach mal knallhart bis 5:30 gepennt, was uns beide schon richtig auf den Sack gegangen ist. Aber da habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du so lange gepennt. Ne, Julia hat auch schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich heute Abend schlafen kann. Und ich habe auch gedacht, komm, jetzt kann er die Nacht zum Tag machen, wenigstens an deinem letzten Abend, wo du lange aufbleiben kannst. Ja, was passiert, wir sind um 10 Uhr, glaube ich, ungefähr eingepennt beide wieder. Und ich dann knallhart bis, vielleicht hier, aber glaube ich auch nicht. Ich denke, knallhart direkt bis 2:30 nachts durch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du wach. Scheiß drauf. Hab die Playsee angemacht. Hab einfach um 2:30 nachts irgendeine Scheiße gezockt. Ja, okay, jetzt irgendeine Scheiße. Ich habe Shadow Warrior gezockt. Ich habe ein bisschen Risiko gezockt. Habe ich noch gezockt. Erbeutetes Blob für PlayStation 4. Übrigens sehr gut. Also, das habe ich mir weniger darunter vorgestellt. Aber macht echt Spaß, das Spiel. Ist auch wirklich sehr schön gemacht. Also, wirklich schön. Muss ein bisschen seinen Grips anstrengen. Aber ist, glaube ich, auch nicht so nicht schwer. Ja, und dann ist Julian auch immer gegen 7 Uhr aufgewacht. Ich immer schön am Zocken. Aber die hinten vielleicht? Ah ne, das war ein Diamantenschlüssel, den ich hier brauchte. Ich bin so dumm, das ist doch der... Okay. Ja, auf jeden Fall waren wir dann so gegen 7 Uhr wieder wach und sind dann so um, keine Ahnung, 10 wieder eingepennt oder so. Und dann einfach auch wieder bis, weiß nicht, bis viel zu spät auf jeden Fall. Ja, okay, hier sehe ich eigentlich doch schwarz. Dann war es vielleicht doch oben. Fuck. Ah Mann, wo war denn der Scheiß? Ich bin froh, dass ich die Magnum wenigstens gefunden habe. Den Dachboden finde ich auch noch wieder. Geh mal kurz nochmal auf die Karte. Ich kann schon mal ins Obergeschoss gucken, ob ich irgendeinen verdächtigen Raum sehe. Naja, höchstens den auf der linken Seite oder den auf der rechten Seite, wo jeweils nur ein Eingang ist. Das wäre jetzt für mich vielleicht noch so eine Möglichkeit. Ja, okay, komm, dann reiten wir mal hoch. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen ein sehr schöner Urlaub. Heute haben wir auch gechillt. Ist heute Mittag auch nochmal eingepennt. Ja, weil das war halt dann bis, weiß ich, 14 Uhr. Ja, die 14 Uhr ist gelogen. Das war, glaube ich, ach, ich weiß nicht, bis 10, 11 Uhr. Auf jeden Fall habe ich 4x3 Stunden gepennt, ungefähr. Für 2 Nächte reicht das. Ist okay. War das hier der Raum? Tut mir echt leid, ne? Wenn ich so viel laber, ich merke mir das gerade alles nicht, wo ich langlaufe. Und meine Orientierung sind, ihr kennt ihn ja, ne? Auf jeden Fall, nächstes Jahr weiß ich auch schon, ich werde die zweite Ferienwoche Urlaub nehmen. Also nach Silvester. Weil dann beginnt mein Urlaub mit dem Tag, den ich komplett verpenne. Und das ist auf jeden Fall schon mal viel wert.
Ja, ich werde auch, bis ihr das hier gesehen habt, das Video. Ich habe jetzt, glaube ich, schon bis zum... War das jetzt der Raum, wo ich... Bin ich jetzt gerade an dem Raum vorbeigelatscht? Ich bin so ein... Ich muss weniger labern. Also ich muss... Erstmal muss ich mein Gehirn wieder einschalten, weil ich war... Nee, das ist nur das Stars-Büro, oder? Na, da steht so ein groß und breit Stars drauf. Hm, was das wohl ist. Und? Ey, jo. Alles klar. Okay, dann gehe ich einmal auf die andere Seite. Ja, mein Gehirn wird erstmal wieder einschalten, weil ich habe jetzt einfach wirklich so entspannt, ne? Ich war einmal kurz auf der Arbeit, weil ich was abholen musste. Aber wirklich aus rein privaten Gründen, ne? Hab dann währenddessen, als die Leute mich gesagt haben, hey Dennis, hier haben wir eine Frage, bla bla, mal eben kurz noch beim Vorbeigeben geantwortet und gesagt, ey, ich habe Urlaub, lass mich in Ruhe, du Arsch. Die Beleidigung muss natürlich immer sein. War ich hier schon mal? Oder eigentlich hier war eine Sackgasse, ne? Ja, hey, das Loch da unten, das macht mich immer noch so ein bisschen stutzig. Aber ich bin mir nicht sicher, es kann sein, dass das für Leon gar nicht relevant ist, sondern erst für Claire. Ich kenne die Szenarien jetzt nicht so wirklich. Ich weiß nur, jeder hat einen Sidekick, vielleicht sogar zwei. Das habe ich schon mal geguckt, ja, okay. Und zwar, hier haben wir Ada Wong schon kennengelernt mit Leon. Was mit Claire ist, ich glaube, die Person, ne, die jetzt... Ach komm. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Wie kommt ihr denn von da? Ich bin doch oben. Wie funktioniert das? Vor allem, wie viele sind das denn, bitteschön? Ihr seid doch total bescheuert. Okay, ihr könnt mich mal. Wo sind die Fenster? Okay. So, ich glaube, jetzt komme ich wieder in die Haupthalle, ne? Ist das korrekt? Ich finde die musikalische Untermalung eigentlich auch immer ziemlich gut. Ah, Licker! Okay, ich gehe den anderen Weg. Fick dich. Gibt's einen anderen Weg? Natürlich nicht. Warum auch? Okay. Hey, Mr. Shotgun. Boah, ich kann eigentlich mal versuchen. Ah, da hat mir auch jemand einen super, super Tipp erzählt. Ich will nur kurz gucken, wo das ist. Kann ich hier irgendwie Optionen einstellen oder sowas? Nee, ne? Da kann man nämlich die Steuerung umstellen. Und da habe ich nämlich, fuck. Da habe ich nämlich, die Möglichkeit, das Auto-Aiming mehr oder weniger einzustellen. Und dann könnte ich nämlich direkt mal... Nee, gibt's nicht. Ah, oh, Select. Okay, Select ist die Option. Schön. Oh, cool. Ich kann meinen Monitor sogar adjustieren. So, und zwar... Wenn ich, C drücke, ist die gleiche Steuerung wie A. Nur, was ist Change? Was ist Change für eine, was ist Change für einen Knopf? Das würde mich mal interessieren. Lower Attack und Upper Attack. Achso, okay, klar. R1 und oben und unten. Jetzt haben wir den Auto-Aiming aktiviert, was auf jeden Fall eine tolle Sache ist. Ah. Jetzt bin ich mal gespannt. Change macht gar nichts. Ah, Change Ziel. Also, okay, Shotgun. Scheiße. Komm her, Motherfucker! Say hello to my little... So. Ey, cool. Ein Pistolenschuss und zwei Shotgun-Schüsse. Das scheint zu reichen. Das ist gut zu wissen. Ich hätte gerne ein bisschen Magnum-Munition. Ey, behalte vorsichtig mal die Schrotflinte in der Hand. Ist hier irgendwas passiert, weil ich jetzt eine Woche lang nicht gespielt habe? So ein bisschen wie bei Metal Gear Solid 3, dass dann The End auch einfach stirbt, wenn man eine Woche lang nicht zockt. An Altersschwäche. Oh, Spoiler, oh. Das wäre ziemlich cool, aber die PlayStation hat ja gar keine Datumserfassung. Das fände ich so geil, ne? Weil bei PlayStation 2, wenn man da die Memory Cards reinsteckt, dann checkt die PlayStation 2 ja, von wann die Memory Card ist. Beziehungsweise von wann der Speicherstand ist. Und das finde ich richtig cool. Soll ich mal vorher meine zweite Shotgun mal mitnehmen? Wie viel Platz habe ich denn da noch? Ich glaube, da habe ich noch zwei Plätze frei. Das könnte sogar erstmal reichen, weil dann würde ich die eine erstmal leer ballern. Ich habe gar nichts zum Heilen dabei. Lustig, lustig. Tralalala. Okay. Dann gehen wir das Risiko halt mal ein, ne? Dann ball ich nämlich eine leer, dann kann ich nämlich eine wirklich ad acta legen. Ja, aber wirklich, PlayStation 4 erbeutetes Blob. Kann ich empfehlen, wenn es mal im Angebot ist. Schlacht ruhig zu. Ist halt wirklich ein super nettes, kleines, nicht mal das Plattformspiel, so ein bisschen Rätselspiel ist das.
Macht aber wirklich Spaß. Ach, hier war der Helikopter-Shit. Wo kam ich denn hier nochmal hin? Also auf jeden Fall nicht dahin, wo ich hin möchte. Da bin ich mir sicher. Aber es interessiert mich gerade trotzdem. Oder? Ah, ich bin mir da gar nicht so sicher. Okay, das war die Edelsteinkacke. Genau, da war Munition. Ist da noch was? Nee. Auch nix. Ich krieg jetzt einfach alles durch. Warum nimmst du die Juwelen nicht wieder mit? Die kannst du verkaufen. Verkauf! Ah, okay. Was ist hier mit dem Bild? Es ist... Achso, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon mal übersetzt. Deswegen mache ich es einfach nicht nochmal. Scheiße, Mann. Das ist wohl der erste Energy Drink, den ich seit... Ich weiß nicht, wie lange trinke. Aber hier könnte vielleicht ein bisschen was im Cockpit sein. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Auf die andere Seite hier so... Ne, ist auch nichts. Schade, schade. Gut, dann bin ich jetzt aber auch so doch ein bisschen mehr Zeit am Ende. Fuck! Okay, was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist Kacke. Wo war denn der Scheiß nochmal? Ich habe den als zweites Mal nicht gefunden. Also ich war kurz vor Ende der Aufnahme. Ich habe zuerst die Magnum gefunden. Und dann... Ach so, hier bin ich. Ja. Kommen wir jetzt auch nicht so viel weiter, ne? Ich habe auf jeden Fall zuerst die Magnum gefunden. Und dann, erst das Zahnrad, das weiß ich nämlich noch. Weil da habe ich mich nämlich, glaube ich, innerlich, wenn ich das nicht ausgesprochen habe, aufgeregt darüber. Jo, wie soll ich denn so viel Platz hervorrufen? Bla 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 bla. Okay, aber jetzt haben wir, vielleicht sind wir jetzt auch auf der richtigen Seite. Aber das war doch hier im Polizeirevier. Doch, müsste sein, klar, wenn ich zuerst die Meldung gefunden habe, definitiv. Definitiv. Ach so, du bist es nur. Hey Johnny, was geht? Okay, müssen wir nochmal die Räume abklappern. Fuck, ey. Da oben war ich schon drin, ne? Oder? Ja, genau. Da kam ich ja, da habe ich ja meine Magnum herbekommen. Der große Raum, der links daneben ist. Da war ich wahrscheinlich auch schon, ne? Mal hier so rum so. Ist doch richtig, was ich gerade tue, oder? Das Schlimme ist, wenn ich genau wüsste, wo ich hin müsste, ne? Dann hätte ich weniger Probleme, mich zu orientieren, als wenn ich jetzt so gucke. Ja, gehst du da mal so ein bisschen hin und da nochmal, ne? Ich glaube, hier sind wir vielleicht ganz falsch. Oder soll ich besser sagen, hoffe? Was ist das? Ein Sicherungskasten. Ja, okay, alles klar. Oh Mann, ey. Das nervt mich auch ein bisschen, ne? Wenn der Raum da nicht ist, dann schneide ich raus und muss leider nachgucken. Also es fällt mir nichts ein. Ich kann es mir nicht erklären, dass es kein Raum ist, der nur einen Eingang hat. Was ist eigentlich mit dem hier Raum? Mit dem hier Raum? Nee, komm, wir gehen erstmal in den anderen. There you are! Please make me happy. I would appreciate it. Aber die Tür, die sieht schon mal verdächtig gut aus. Und? Und? Gott, ja, doch. Okay, cool. Oh, ich hab's gefunden. Meine Fresse. So, okay. Was war das für ein Geräusch? Okay, also ich, ja, genau. Aha. Also zünde die Königin, den König und den Hofnarren an. Dann wird die angehen. Okay, den König, die Königin und den Hofnarren. Da sind auch drei Schachfiguren bestimmt auf dem Schreibtisch. Oder auch nicht. Aber woran soll ich denn jetzt erkennen, was ist? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist noch eine Notiz. Das ist noch ein... Hallo. Das ist doch wohl eindeutig hier also nicht gerendert, sondern... Ach, ja gut. Dann halt nicht. Ha, was habe ich denn da gefunden? Och, guck mal. Nein. Ha, ich habe einen Platz versemmelt. Egal. Ich habe Heilung dabei. Cool. Freut mich. Oh Mann, ey. Ja, ich weiß leider nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt auf das Rätselslösung komme, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich habe die Lösung zwar im Kopf. Also wenn ich mich recht... Wenn mein Gehirn länger als eine Woche funktioniert. Aber... Irgendwie... Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Dokument oder so? Ich habe ja gedacht, dass der Film, den ich gefunden hatte, dass der mir Aufschluss darüber gibt. Aber leider nicht, ne?
Wenn ihr mir sagen könnt, wie das eigentlich funktionieren soll, dann gerne. So, ich glaube, die Reihenfolge war nämlich, wir müssen erst den mittleren machen. Nummer 12. Ah, warte mal. Ach, scheiße. Okay. Wenn ich das nächste Mal an der Kiste bin, dann untersuche ich mal die Schachschlüssel. Vielleicht sind da Nummern eingraviert. Meine Bettwäsche ist auch gleich fertig. Ich glaube, Mitte, links, rechts war das, glaube ich. War offensichtlich falsch. Gut. Ich hoffe, wir haben genug Feuerzeugbenzin da. Da war es Mitte, rechts, links. Also ich meine, wir haben mit der anfangen müssen. Hat der Manuel mir nicht beim Telefon noch gesagt gehabt. Yes, ja! Geht doch. So, und jetzt hol dir das Zahnrad. Führ mich zum Schotter. Ah, wunderbar. Möchtest du das goldene Zahnrad nehmen? Aber natürlich. Ich schätze mal, G heißt Golden. Ah, gut. Okay, haben wir das schon mal geklärt. Wie lange nehme ich jetzt auf? Ich habe 20 Minuten circa, ne? 17:42 habe ich, glaube ich, gesagt. Als ich angefangen habe. Geht ja noch. So, Part 1 ist hier zu Ende.